Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich wollte schon sagen, Cyber. Kann ich hier schießen? Nee, ich kann auch die Katze. Okay. Ich glaube, wir haben es. Ich wollte es schon mal gemacht, aber. Ja. Aber die wollen jetzt Spritztour machen, ja? Ah ja, wir hatten ja letztes Mal unsere Updates bekommen. Ich muss aber selber überlegen, was war. Oh. Ich bin alt. Eine Aura braucht Pflege, Baby. Musst du täglich umsorgen. Wird nur schlecht, wenn du es nicht. Gucken, was die für Nachrichten. Angeblicher Zen-Meister. Hey, ich habe wieder diesen Zen-Meister gesehen. Wenn er diesen, wenn er denn überhaupt ein Zen-Meister ist. Was? Stark und hart? Was? Hart. Wie? Durch? Hör mal, hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Okay, wer ist das? Aber wir lernen bestimmt die Person gleich kennen. Jetzt habe ich den Text mit. Stehst du etwa auf die? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Hm. Geht da ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick Hacks, nicht tödliche Waffen. EMP-Granaten sowie manche Kampfgadget. Waffenmod, die Schaden nicht tödlich machen. Wenn eine Waffe, ein Kampfgadget oder ein Quick Hack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung ausgeführt. Hey! Was ist denn jetzt los? Hey! Was ist denn jetzt passiert? Ich wollte mir das doch nur angucken, das sah so aus, als ob man irgendwie den, die Tat quasi irgendwie replizieren kann, die da geschehen ist. Ich habe wohl das Absperrband berührt oder so, keine Ahnung. Scheiße. Ah. Mist. Was habe ich da gerade falsch gemacht? Ich muss da irgendwie durchgegangen sein, oder? Das nimmt die einen sehr übel, ja, aber wenn ich da in einer. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Und die ganzen Leute beklaue, das stört keinen, ja? Willst du? Ja. Hey, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch, aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Wollen die einfach auf? Genau. Wir gehen einfach mal weiter. Ich weiß, das nicht mehr an. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen.
Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, ich glaub, oder? Ich glaube, das verkacke ich eh. Ich werde alle töten. Was sieht hier überall was, Alter? Gewalttätige Konfrontation. Night City ist eine. Was war das? Night City ist. Ach, egal. Night City ist sehr gewalttätig. Das ist aber eine komische Fresse, mein Freund. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Ja. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Entweder du bist Mr. Somebody oder du versinkst im Nichts. Night City lässt keinem eine Wahl. Oh doch, das tut sie. Weißt du, in meinem Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen, lernt die Bestie in mir kennen. Der wird dann Mr. Grill. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Er hat doch irgendwie dicken Oberarme. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Eigentlich nicht, oder? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Oh, super. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du? Der legt ihn nur flach. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Fremden USB-Stick sollte man nicht an einen PC ranlassen. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der
Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sie's lohnt. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Der verpulvert uns. Bleibt da schön, er macht das dicke Geld und bleibt da schön im Geschäft und wir halten unsere Köpfe hin. So, aber dafür werden wir ja bezahlt. Level up, juhu! Bestimme Handlungen. Bestimmte Handlungen bringen in der Street Creed ein. Achso, bringen dir Street Creed ein. Verdiene mehr Street Creed. Und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Neue Texte wahrscheinlich. Diese Anrufe. Schnellreise. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Ach so. Ja, wir uns in die Scheiße reiten, ja. Das glaube ich wirklich. Du machst mir Angst, wie? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussin anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Eine Frage. Das ist die Klientin. Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr in Lizzie's Bar. Och, ist er bald. Neue Mission, Kunden. Was ich interessant fand, das ist der Typ hier, ne? Sieht aus wie so ein. Nee, das ist doch nicht. Das ist ein Tibiatischer oder so ein.
Mönch, aber sieht doch eher was ganz anderem aus. Gerne eine Nachricht zu lesen. Wir haben ein bisschen Zeit, die wir totschlagen müssen. Dexter, Deshawn. Mr. V, ich wollte dich nur noch daran erinnern, dass meine geschätzten Maelstrom Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von ca. 10.000 Euro Dollar hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen, wie Maelstrom das so gerne macht. Danke für die Info. Okay. Ist ja nett, kann man auch so ein bisschen Textnachrichten schreiben. Ah, Textur hat sich noch nachgearbeitet? Naja. Kann ich hier was kaufen? Ist sowieso alles im Arsch. Okay. Dann nicht. Lieber will etwa nach. Don't walk. Mit walk, 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 walk. Gehen wir mal weiter hier. Ich will es kaufen. Dein Zeug hier, was hast du denn hier alles? Ups, ups. Ich hab nichts kaputt gemacht, schnell weg. Mix it up, baby, yes. 16 Flavors. Romanticore. Okay. Explosion of Taste. Was haben wir hier? Wollen wir die kurz schließen? Echt, das geht? Oh! Bottoms up! Da kam das her! Was hättest du dir besser im Blick halten sollen? Ja Mann, chill mal! Was ist das denn? Oh, ich überfahren? Bushaltestelle in der Öffentlichkeit. Datenterminal, achso, Schnellreise. Das ist ein Automat oder was? Ablenkungsmanöver. Vor allem, wir fahren echt sicher, also ohne Helm, ne? Das ist echt cool. Mein Hero, der hält alles ab, das ist der Hero aus Stahl. Ich war da gerade irgendein Fragezeichen, ich bin eh schon zu weit gefahren. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir jetzt die Zeit noch machen sollen. Vielleicht ein paar Leute mal in die Fresse polieren. Hey,
Einfach irgendein Fragezeichen. Steigen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Da sind ein paar Leute jetzt. Verbrechensmeldung. Neutralisiere die Kriminellen und deine Belohnung von immer. Ja. Wo ist ein Verbrechen? Ich sehe gar nichts. Essensverkäufer? Gefällt mir gar nicht. Hooligan. Okay. Ups. Neutralisiere Bedrohung. Ich hoffe, das war die Bedrohung. Wir hören böse Musik, das muss die Bedrohung gewesen sein. Bedrohung eliminiert. Ich habe eine Latte genommen. Dringend Inhalt. Neuer Splitter, dringend. Die durchqueren die Badlands in Trucks. Ja, aber wenn der Vollmond aufgeht, werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloide? Nein, sag ich auch. Keine Reptiloide, die ich aussprechen mag, sondern Werwölfe. Nichts gesendete Nachricht. Ich will's gar nicht lesen. Joe, das ist wichtig, das Ende naht. Ich kann ihre Stimme hören, Joe. Der Bug sitzt im Herzen der Bestie. Das war's. Aber die Dinger arbeiten echt weiter, ne? Dass man das Gesicht nicht erkennt. Kann ich die Waffe jetzt mal wegstecken hier? Ah. Scheiße. Finde ich irgendwie blöd. Ich würde gerne die Waffe wegstecken. Alles mitnehmen. Kann ich wieder alles, hier den ganzen Müll mitgenommen. Das nehme ich auch nochmal mit. Lesen tue ich das nicht. Aber es ist nicht wichtig. So, ich es. Ah, das war Granate. Scheiße. Ja. Nehmen wir was zu essen mit. Alle gerade weg sind, in Deckung sind, dann können wir auch klauen. Ach, die Person ist doch dahinter. Recht und Ordnung, Motherfucker. Okay, das war das Fragezeichen. Soll ich da rüber gehen? So, weil ich da nicht. Wir können auch da oben die Treppe nehmen, ne? Ein Torrad dürfte ja gehen. Oh, 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 nicht, dass die Polizei mich wieder angreift. Schnell weg. So geht man einkaufen heutzutage. So
müssen wir merken, wenn die Polizei uns verfolgt, dann immer hier, fahren wir hier oben lang. Scheiße, ich komme hier gar nicht runter. Was blitzt denn da gerade auf der Karte? Überfall im Gange. Um dieses Ende mal direkt abzuschließen, musst du die Gegner neutralisieren. Scannen sie erstmal. Gesucht. Zugehörigkeit Animals, Türsteher. Und 3. Mal irgendwas, was da ablenkt. Keine Schrotflinte, die Waffe. Ach, ein bisschen gearbeitet hier nebenbei. Hammer. Eine Zahnkette, die ist immer sehr stylisch. Sieht aber komisch aus. Wer weiß, was der alles im Körper hatte. Oh, ein Essenpaket. Sichere Beweismaterial. Oh, da habe ich einen Arm abgeschossen. Tut mir leid, Junge. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du die Cyberware ballistischer Prozessor und die Mod Flugbahngenerator für deine Kiroshi-Optik installiert hast. Ja, was nicht. Alles geht. So, ich glaube, das waren jetzt die wichtigen Dokumente. Was war denn da? Stressball. Nimm alles mit. Was? Irgendwas, was ich nicht sammeln konnte. Keine Ahnung. Was überall Zeug liegt. Irgendwie nicht so realistisch, finde ich. Oder ist die Welt dazu dreckig? Das hier Schrotz. Mutiere hier echt zum Müllsammler. Ich sammle alles auf. Ich will nachher wieder im Apartment verkaufen. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier mit voll Blut und so erstmal die Dame treffen. Den Zivilisten getötet? Und eine Handgranate. Hi. Zeigen mir ganz schön Respekt. Ich sehe auch gerade, ich habe ja nicht volle Lebensenergie. Team? Sättigung. Sag mal ein Mr. Whitey rein. Und wir haben Werte. So.
Still und tödlich. Erhöht Schaden durch Waffen mit Schalldämpfer. Schalldämpfer. Ermöglicht dir nicht tödliche Takedowns aus der Luft heraus. Ziele, die sich gemerkt haben. Messer werfen, das klappt bei mir irgendwie. Kampfmaschine, jawohl. Wird alle Resistenzen um 2,5%. Nachdem du einen Gegner neutralisiert hast, erhältst du 10 Sekunden lang Kampfmaschine und Bewegungstempo erhöht sich. Arme aus. Verdrückt. Sieht ja auch aus. Ich erst die ganzen Filme geguckt. Mining. Ja. Pickaxe. Und regeneriert. Wenn wir einen damit töten, kriegen wir einen Speicherpunkt. Ja. Klingt praktisch. Boah, jetzt haben wir noch irgendwie. Nein, ich weiß jetzt nicht. Zimmer. Dann gehe ich ja mal hier rein. Hä? Wie kann ich diese Attribute verballern? Das ist ja alles nur für die Vorteilspunkte. Ja, ich habe 2 Attributspunkte, ich weiß, aber bin ich ja zu blöd? Schreibt es mir echt in die Kommentare. F. Und linke Maustaste zum H. Handfeuerwaffe. Also irgendwie muss man ja alles machen. Ich wollte ja eigentlich mich auf irgendwas konzentrieren. Aber da es ja nur 5 Dinger gibt. Hier nochmal ein Reflex. So. Hey Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Nee, kein BD. Klar, ich geh mal rein. Warte, erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Weiß ja gar nichts schon schlecht. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Willkommen im Lizzies. Bin ja gespannt. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Der ist was ab. Die Mox. Was ist denn die Mox? Es ist einer dieser Geschichten, die je nachdem, wenn man fragt, entweder sehr simpel oder sehr kompliziert. Für Janes war es eine Mischung aus beiden. Mox wurden gegründet, weil es sein musste.
hatten einfach niemanden außer uns selbst, keiner, der sich sicherstellte, dass das Gesetz der Straße auf unserer Seite steht. Also nahmen wir die eigene. Die Mogs bestehen aus Leute der Sorte, von denen, wenn sie morgen von der Straße verschwunden sind, Sexarbeiter, Mittel- und ziellose Rebellen sowie rastlose Seelen, die einfach Pech hatten. Heute sind die Mogs eine Erfolgsgeschichte. Am besten zu erkennen am florierenden Geschäft des Dizis. Dieses ist Geschäft genießt den Ruf als bester Braindance Club von Night City. Konzerner, Gangmitglieder und Popstars gehen hier genauso ein und aus wie die Anwohner, um sich zu entspannen, einen Wind zu nehmen und die am schönsten Räten Punkten wie dies. Die meisten Kunden wissen nicht einmal, dass der Club von einer Gang kontrolliert wird. Nee, wusste ich auch nicht. Die Mogs haben das Sagen und beschützen ihre Leute, genau wie es einst die Lizzie aus der Legende tat. Die Geschichte dahinter. Lizzie arbeitete hier, als der Laden nichts als ein Club mit Mädels an der Stange war, erklärt Janice stolz. Sie hat sich um die Mädchen gekümmert und sichergestellt, dass die Eddies in den Taschen und die Zähne nicht auf dem Bürgersteig landen. Eines Tages kam dieser Wichser vorbei, ein Typ Claws Gangmitglied, der ein wenig zu viel Spaß mit einem Mädchen hatte, und Lizzie hielt es nicht mehr aus. Man munkelt, sie hat den Wurm so schnell und auf so üble Art seinem kleinen Tigereiern befreit, dass es 2 Tage gedauert hat, all das Blut und die Kotze wegzuwischen. Natürlich bekamen die Claws Wind davon und haben sich sofort auf sie gestürzt und sie abgemurrt. Aber alle anderen, die sie irgendwie beeindruckt und beeinflusst hatte, waren noch da. Sie beschlossen sich zusammen, fingen an, sich zu wehren und Pause. Naja, ihr kennt den Rest. Also jeden Tag das Gleiche. Oh. Prostituierte, die sich quasi selbst vermarkten oder beschützen. Ich habe jetzt irgendwas anderes erwartet. Ich warne dich! Ich hab Connections! Aber hier, Afterlife, Braindance, Cyberspace, das ABC von Night Cities Nachtleben. Wenn du wie wir ein echter Dancehead bist, dann baby nicht, musst du unbedingt ins Dizzy vorbeischauen. Egal wie lange du man. Ach. Geht doch keine. Und das Afterlife. Das ist eine ganz andere Sache. Kann man. Laufen lassen. Ach komm. Dass man eine Party machen kann. Schaffen Kerl wie dich tun. Ringelpiez mit anfassen oder was Versautes? Wachs? Elektrosex? Seppis? Okay. Power-Implantate? Nicht doch. Ich will dich und deine Freundin mit Stöckerschuhen, Augenbinden und Knebel. Kein Problem. Ja, die klassische Kaufst Variante. Du, willst du mieten? Mieten? Was macht das? Kaufen? Entspann dich. Wir schreiben es an. Ich habe genau das Richtige für dich. Der hier ist von mir und Candice. Du wirst uns überall spüren. Versprochen. Viel Spaß mit uns, Baby. Am Kunde. Hey! Willst du was trinken? Was habt ihr auf der Karte?
Achso, dann kann ich mir jetzt einen Drink kaufen. Down. Abydos hat mich vom Cover doch eher... Das fand ich sehr interessant. Das wird vielleicht ist das so wichtig. Oder auch nicht. Arbeitet Lizzie noch hier? Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Was bedeutet die Sexien? Wolltest du was sagen? Jemand mit Geld, das für die richtigen Antworten locker sitzt. Ach, danke fürs Angebot. Wirklich. Aber ich werde hier nicht fürs Reden bezahlt. Eher im Gegenteil. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Nett. Evelyn Parker. Das krieg ich zu trinken. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Wie? Warum hast du nicht eher Hallo gesagt? Ich wollte dich erst ein bisschen begutachten. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Nimm einen Drink mit. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Weiß ich. Hätte doch was trinken sollen, ne? Ist der Drink da? Ah. Kann ich hier noch Harm mitnehmen? Ich hasse es irgendwie, wenn das verschwendet wird. Sag mir doch einfach die Wahrheit.